So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich habe kein Deck für heute vorbereitet, ich bin nicht dazu gekommen. Hat ja Geburtstag und der Stream ist heute online gegangen als Ersatz für die Videos. Ich habe eh eine ganze Menge Zeug am Wochenende vergessen. Alles furchtbar. Und ich habe Fliegen in der Wohnung. Furchtbar. Ja, was spielen wir für ein Deck? Ich würde sagen, ich wäre sogar dafür, dass wir das andere Deck nochmal spielen, weil ich da nur Daily Challenges für habe. Alles schrecklich. Ja. Wie gesagt, Geburtstag gehabt, Stream ist online, wenn ihr den nochmal gucken wollt, inklusive eines ab 18 Videos. Ja, ich habe das ab 18 geschaltet, weil es ist besser. Ich bin ein bisschen fertig, immer noch von gestern, obwohl es geht eigentlich. Eigentlich ist echt annehmbar, aber ich bin immer noch ein bisschen müde, weil ich habe kaum geschlafen. Also was heißt kaum? Ich habe, lass mal rechnen, circa 7 Stunden mit Unterbrechung geschlafen. Das ist für mich schon recht wenig, weil ich schlafe normal zwischen 8 und 10 Stunden, wenn ich es schaffe. In letzter Zeit schlafe ich aber irgendwie nicht so gut. Ich glaube, das liegt an der Hitze. Es ist echt furchtbar. Und heute ist schon den ganzen Tag so warm. Ich bin jetzt auch daheim geblieben, weil ich mir das nicht antun wollte. Ich bleibe in der letzten Zeit öfter daheim, aber das ist halt bei der Hitze, das bringt dann auch nichts. Ganz ehrlich, ich setze mich dann lieber mal irgendwie nachts noch hin und lerne da mal, wenn es kühl ist, für eine Stunde, als dass ich mich jetzt tagsüber hier abquäle. Ohne Sinn und Verstand. Ja, und nachts lernt man dann zumindest wirklich was. Und tagsüber ist das dann mehr so ein, ja, schön, ja, interessant. Ja, da, ihr merkt schon, man lernt eigentlich gar nichts. Man hört einfach bloß zu und tut so, als würde man irgendwas verstehen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So sollte das nicht sein. Aber so ist es. Genau so ist es. Kann man aber nicht immer beeinflussen. Auch wenn man das gerne tun würde. Also, ich würde das gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das auch tun würdet, aber ich würde gerne dafür sorgen, dass ich auch tagsüber lerne. Aber ich kriege das nicht hin bei der Hitze. Ich kann mich da einfach nicht konzentrieren. Das ist echt schrecklich. Ich muss jetzt nebenbei noch einen Chat führen, wegen Übung. Habe ich nämlich heute und mein einer Teampartner, oder was heißt, habe ich heute? Ich hätte heute eine Übung, die ich machen muss, weil ich habe morgen Abgabe, ja? Muss ich noch fertig machen. Das Problem ist, unser einer Teampartner, der hat beim letzten Mal schon 20 Minuten vor Abgabeschluss erst die Abgabe wirklich eingereicht bei mir, weil ich muss die dann als, ich bin so ziemlich Gruppenleiter, ich muss die dann abgeben, in Rest einfügen, beziehungsweise erstmal, und ja. Und es ist super, weil, wie gesagt, er hat erst 20 Minuten vor Schluss eingereicht und dann noch fehlerhaft. Dementsprechend durfte ich dann erstmal zusehen, wie ich das Ganze irgendwie korrigiert kriege. Das ist natürlich super, um, wie viel Uhr war es, 23 Uhr? Also Top-Voraussetzungen, ne? Und der wird wahrscheinlich dieses Mal nicht dran teilnehmen, an der Übung, weil er einfach keinen Bock mehr drauf hat, weil er glaubt, er kriegt den Bonus eh nicht mehr. Das heißt, wir dürfen die jetzt zu zweit machen. Haben wir natürlich sehr viel Lust drauf. Da muss ich auch bald mit dem Lernen anfangen. Jetzt spielt er auch noch ein N. Ja, weil am 28. ist schon meine erste Prüfung, ja. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Kaum ist man ein Jahr älter, kommen die Prüfungen.
Ah, das ist furchtbar. Ich habe keinen Bock auf Prüfungen. Ah, das ist echt furchtbar. Also Prüfungen, das zieht mich immer runter, weil das ist immer ein ganzer Haufen Arbeit. Also so ein Riesenhaufen Arbeit und am Ende kommt nichts zustande. Wirklich, nein. Also es kommt schon was zustande, aber man ist halt ewig beschäftigt und am Ende schreibt man halt eine Prüfung und dann ist fertig, ja. So sieht das halt aus, ja. Und es ist wirklich eine Lernerei. Ich habe tatsächlich in der vorlesungsfreien Zeit, also wenn ich wirklich keine Vorlesungen mehr habe, sondern nur noch lernen muss, dann habe ich tatsächlich deutlich weniger Zeit als mit Vorlesungen, weil ich einfach stundenlang lernen muss. Das ist richtig übel. Und bei der Hitze Sommersemester ist eh das Grauen. Ich bin immer noch fertig. Ich weiß nicht, also war die gestern anwesend? Weiß ich nicht, weil ich habe ehrlich gesagt nicht so viel auf den Chat geguckt, weil war halt Geburtstagsstream mit Leuten. Und ich fand es doof, der eine, der kommen sollte, der hatte seine Bachelorarbeit zu beenden. Und wer schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben hat, weiß, das ist Arbeit. Ich habe ja mit meiner noch nicht angefangen, weil ich da ehrlich gesagt auch noch nicht soweit bin. Ich muss da noch ein paar Prüfungen nachholen. Und ja, der, wie gesagt, hat das jetzt gestern abgeben müssen und hat es total vergessen und kam deshalb nicht. Und es war ausgerechnet der, der den Beamer mitnehmen sollte. Ach, das ärgert mich am meisten. Also ganz ehrlich, er war mir weniger wichtig als der Beamer. Das klingt hart, aber man muss halt irgendwo auch eine Grenze ziehen, ne? So, und wie kriegen wir jetzt dieses Lapras tot? Das ist die wichtigere Frage. Wir müssen 110 Schaden schaffen. Und in der Tat schaffen wir 100 Schaden. Also fast. Wir bräuchten bloß statt diesem dämlichen. Okay, jetzt ist eh egal. Statt dem dämlichen Fokusgurt hätten wir ein anderes Ding gebraucht. Ein Muskelband. Aber so geht's ja. Ach, das Vieh heilt. Ja, du mich auch. So, komm. Da schon mal was dran. Einflussreiche Freunde drauf. Das Vieh hauen wir jetzt eiskalt weg. Kriegen wir schon mal zwei Preiskarten, ist auch was. Nehme ich überhaupt auf? Habe ich überhaupt das richtige Mikro ausgewählt? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe meine ganze Wohnung umgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video erzählt habe. Nee, kann ich ja gar nicht. Habe ich ja Samstag erst gemacht. Ich habe nämlich so, ich habe ja Kisten rumstehen, ein paar, weil ich die kann ich einfach nirgendwo hinstellen. Und da stand eine jetzt auf meinem Esstisch, wobei mir da ein Nachbar erzählt hat, das ist eigentlich gar kein Esstisch. Das ist eigentlich das Kopfteil vom Bett. Da haben sie unten so eine Säule dran geklebt und verkaufen das Ding jetzt als Esstisch. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich meine, Respekt dafür. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ein Kopfteil vom Bett als wirklich als Esstisch zu verkaufen. Also hier erlebt man Sachen, die erlebt man nirgends. Erlebniswohnen könnte man es nennen. So, und das Vieh haben wir jetzt auch gleich tot. Ja. Also wie gesagt, auf meinem Esstisch stand so eine Kiste und mein Tisch stand so neben dem Bett auf der anderen Seite. Also ich habe so ein. Ihr müsst euch das so rechteckig vorstellen, mein Wohnbereich. Und am Ende ist halt ein Fenster. Und auf der einen Seite vom Fenster stand mein Bett und auf der anderen Seite vom Fenster stand schlicht und ergreifend richtig
mein Tisch. Jetzt habe ich den Tisch aber weiter vorgepackt neben den Esstisch, so dass noch ein Gang dazwischen ist. Und ja, die Kisten habe ich alle jetzt dahin gepackt, wo der Esstisch stand. Nicht der Esstisch stand. Der Esstisch ist festgeschraubt, ist ja nur ein Bettteil. Und da, wo mein normaler Arbeitstisch stand. Und den Arbeitstisch habe ich ein bisschen aufgeräumt und so weiter. Es sieht jetzt wirklich alles sehr gut aus. Wirklich. Das hat mich auch gewundert, dass das jetzt so gut aussieht. Es gefällt mir. Ich glaube, ich lasse das so. Vor allen Dingen, dadurch, dass der Tisch jetzt einen Bereich blockiert hat, vorher, neben dem Fenster, sah das so aus, als wenn meine Wohnung viel kleiner wäre. Und tatsächlich wirkte es so ein bisschen unordentlicher dadurch. Ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt die Conny benutzen soll. Habe ich jetzt einfach mal aktiviert. Ja. Aber dadurch, dass ich das jetzt eben umgestellt habe, sieht meine Wohnung gleich viel ordentlicher aus. Jetzt habt ihr ein Geräusch gehört, das sollte nicht so sein. Ich hätte vielleicht einen Sonderbonbon holen können. Aber egal, wir haben jetzt eh gewonnen. Das ist super. Also, ich lasse das so. Jetzt ist halt mein Fernseher weiter weg. Aber das Problem ist, den Tisch, der stand, glaube ich, eh mal ein Stück weiter weg. Den habe ich darüber gepackt, weil ich die Kommode verschoben habe, weil ich den Tisch eigentlich neben meinem Fenster haben, also neben meinem Bett stehen haben wollte, weil ich ja damals tatsächlich noch auf meinem Fernseher Fernsehen geguckt habe. Jetzt haben die aber DVB-T abgeschaltet, das heißt, auf dem Fernseher Fernsehen ist nicht mehr. Draußen hupt einer. Fernseher Fernsehen ist doof. Tja, ist einfach so. Kann ich nicht mehr, weil ich habe hier ja keinen Kabelanschluss, den ich mir legen kann, deswegen habe ich ja so ein Internet-Fernseh-Ding gekauft, ne? Also, bezahle ich monatlich. So, das da haben wir immer noch nicht, unglaublich. Achso, stimmt, wir haben ja sehr viel Schaden mit Dings gemacht, mit Wildzang. So, schaffen wir noch einen Kampf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch Booster, die ich aufmachen könnte? Nur das da, das will ich aber nicht öffnen. Ich muss dringend mal Booster zum Tauschen gewinnen, aber das hier geht noch 14 Tage. Da muss ich mich mal ranhängen, vielleicht nach dem Part. Also, jetzt habe ich euch so ein bisschen von meiner Wohnung erzählt. Ich weiß, viele von euch wollen die Roomtour, aber ganz ehrlich, ich habe eine Einzimmerwohnung. Das heißt, Roomtour besteht aus einmal um 360 Grad drehen und ins Bad gehen. Das wäre eine Roomtour und das will ich nicht. Das finde ich doof. Vielleicht mal, wenn ich eine neue Wohnung habe. Aber ja, um zurück zum Thema zu kommen, der Fernseher, der kann jetzt halt weg. Der ist jetzt eh nur noch zum Zocken da. Auf der Switch. Und wenn mal Freunde da sind, dann kann man sich eher auf Stühle setzen. Und von daher finde ich das eigentlich relativ gut, dass der, wenn der jetzt da hinten steht, weil ich brauche ihn nicht normal. Das ist halt, ich habe so einen kleinen 17 Zoll Fernseher, ja. Der macht nicht viel her. So, und der pustet uns jetzt wahrscheinlich gleich mit einem Schlag weg, das Nachtwanderungsdeck. Ich kenne dieses Pokémon, ich kenne das gut. Ich hätte eigentlich den Fokusgurt nehmen sollen. Ich war doof. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob ich es so lasse, weil jetzt ist halt das Problem, ich muss auch meinen Router auf die andere Seite tun, weil mein Router zur Mehrfachsteckdose geht. Meine Mehrfachsteckdose muss aber dahin, wo der Fernseher ist. Dementsprechend muss der Schreibtisch, muss der Router mit dem Schreibtisch über die Kommode wandern. Und es war ein bisschen umgestellt. Da habe ich auch ewig gebraucht, um hier die Wohnung zu putzen, weil ich ja wirklich, wenn ich mal richtig putze, dann heißt das Tische nicht nur so ein bisschen abspülen, sondern richtig schrubben. Ja, habe ich auch viel Staub mit weggemacht. Oh, das Wasser hat ausgesehen, das wollt ihr gar nicht wissen. Dann heißt das aber auch Boden staubsaugen, Boden wischen, Geschirr spülen, natürlich aufräumen, klar, vorher, Stühle umstellen und so weiter, damit man auch gut staubsaugen und wischen kann. Also, das war echt ein ordentliches Stück Arbeit.
Da haben mir danach auch richtig die Füße wehgetan, weil ich auch Müll rausgebracht habe und so weiter. Dabei bin ich ja dem einen über den Weg gelaufen, der mir dann das gesagt hat mit dem Schreibtisch, mit dem Esstisch, dass das gar kein Esstisch ist. Das finde ich echt. Ich find's irgendwie lustig. Weil auf die Idee komme ich gar nicht, aber er hat recht, weil da sind Löcher drin und die Löcher passen perfekt zum Bettende. Also, das stimmt wirklich 1:1 überein. Es ist so. Und deswegen finde ich das so geil. Dass man einfach auf die Idee überhaupt erst kommt, sowas zu machen. Ich, wie gesagt, ich käme da nie drauf. Also, es waren vielleicht Billigarbeiter und hier wurde an allen Ecken und Enden gespart. Aber einfallsreich sind sie. So viele muss man ihnen lassen. So, das Muskelband, das bringt uns eigentlich überhaupt nichts, weil wir hauen eh alle Pokémon in einem Schlag weg von ihm. Daher ist es eigentlich wurscht. Wir können jetzt nur versuchen, die Energie von ihm zu klauen. Also Pokémon, an denen Energie anliegt, sofort zu vernichten. Oder das Vieh weghauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Weil das gibt uns zwei Preiskarten. Jede Preiskarte zählt jetzt. Das ist hier ein Kampf um Leben und Tod. Und dieser Kampf um Leben und Tod, der zeigt sich sehr, sehr deutlich. Es ist halt wirklich ein Nachtwanderungsdeck. Man kennt das, oder? Ich habe das doch auch schon oft genug gespielt. Wir alle kennen es. Nachtwanderungsdeck, wie es leibt und lebt. Ich hätte jetzt bloß gerne noch einen Miltern. Das lässt sich eventuell sogar organisieren. So. Da haben wir eine Entwicklung und einen Miltern. Perfekt. Es ist halt die Energie schon weg, weshalb ich normal mit dem Turbo-Überfall zuschlagen muss, aber macht ja nichts. Ist ja kein Weltuntergang. So haben wir zumindest mal eine Energie weg. Das ist schon mal wichtig. Das ist sehr wichtig. Beleber. Das ist eigentlich eine gute Idee. Könnte ich mir auch überlegen, vielleicht mal in das Deck zu packen. Aber Problem ist halt, dass die Doppelfarblos mit der Zeit weggeht. Und wenn die Doppelfarblos weg ist, ist das Spiel vorbei für denjenigen, der das benutzt. Und darauf poker ich hier gerade so ein bisschen. Dass ich seine Doppelfarblos-Energien zerschlage. So. Obwohl. Nee, ich muss das ja diese Runde schon spielen. Okay, ich hole mir ihn. Und dann hole ich mir gleich noch so einen Kampffahnder. Den brauche ich. So, das daran. Und jetzt mit einflussreichen Freunden weg damit. Noch ein Kampffahnder, okay. Theoretisch, wir müssen nur noch ein Pokémon besiegen. Dann hauen wir das Shaman weg. Dann haben wir gewonnen. Ist theoretisch ein leichtes Spiel. Weil Knackrack mit dem Zusatzschaden, den es dann macht, da ist das Shaming kein Problem mehr. Von daher sollte das Spiel eigentlich sogar gewonnen sein. Ich habe am Anfang nicht dran geglaubt, aber jetzt sieht's gut aus. Auch die Resistenz können wir mit diesem Knackrack hier überwinden von Irbis. Dann müssen wir uns nur noch das letzte Knackrack besorgen. Dann haben wir gewonnen. Außer unsere Kampffahnder werden gleich weggemischt. So, Knackrack und Sonderbonbon. Deswegen benutze ich auch sowas wie die Trainerpost. Nicht in der Hoffnung, falls es gemischt wird, kann ich damit dann an die nötige Karte kommen. So, Turbo-Überfall sollte reichen. Richtig. So, der legt sich jetzt einfach an sich an. Und nächste Runde holen wir dann unseren Flordelis zurück. Ziehen das Shaman raus und pusten es einfach hier gerade mit dem Abbeißen weg. Und dann haben wir gewonnen.
Ist das ein Plan? Ist ein Plan, ne? Ja, und da kommt wieder die Doppelfarblos. Ist aber nicht schlimm. Weil er kann uns jetzt nicht mehr besiegen. Und da er jetzt kein N gespielt hat, ist das Spiel vorbei. Sieg für uns. Im besten Fall. Wenn er jetzt mal hinmacht. Ich meine, es ist egal, welches er besiegt. Solange er nur eins besiegt, ist das Spiel um. Weil er Shaman nicht wegkriegt. Nur wenn er jetzt irgendwie eine Karte hätte, mit der er zwei Preiskarten nehmen könnte. Das wäre das Einzige, was uns jetzt umbringen würde. Aber hat er nicht. Kann er auch wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr spielen. Das heißt, er muss uns jetzt eigentlich angreifen und verlieren. Aber er denkt, er gewinnt. Weil er unser Kack-Kack wegpustet. Auch jetzt macht doch mal hin. Mein Gott. Ich habe heute auch noch was anderes vor. Muss heute noch aufnehmen. Aufnehmen muss ich heute auch noch. Wieder seine restlichen Karten auf die Hand nehmen oder was ist? Ja, wie gesagt, ich habe heute eigentlich noch was vor. Ich muss nämlich noch auf. Warum sage ich immer aufnehmen? Ich muss heute noch arbeiten. Hier. Uni-Sachen machen. Ne? Ist wichtig. Meine Tante hat mir übrigens zu spät gratuliert. Finde ich sehr, sehr nett. Mir einfach zu spät zu gratulieren. Einen Tag. Ich habe aber nichts gesagt, weil ich konnte dann aufzuhören. Also, er müsste ihm aus dem Klo. Das ist das Problem. Ich habe jetzt vom Geburtstag nur Eistee hier stehen. Und Eistee geht durch. Dementsprechend würde ich den Part ganz gerne schnell beenden. Und dank Flordelis können wir das jetzt auch. So, ich nehme sogar den da mit dem Walband. Weil der macht ja nur extra Schaden, ne? Ja. So. Abbeißen. Bonusschaden. So, Leute. Dann bedanke ich mich mal ganz recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und... ich nehme das mit den Feen. Feen-Deck passt da ganz gut. Gut, Leute. Daumen nach oben da lassen, nettes Kommentar. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wort.